Nach der US-Wahl haben die Märkte viele Unsicherheiten abgeschüttelt, die politischen und durch Impfstoffhoffnungen auch gesundheitliche. Kommt jetzt eine Weihnachtsrallye, das bespreche ich im IG Trading Talk mit Christian Henke, Marktanalyst bei IG. Christian, ich grüße dich in Eschweiler. Guten Morgen, Manuel. Christian, nach der Wahl dominiert jetzt doch wieder die Pandemie das Geschehen an der Wall Street. Kann der Dow Jones seinen Höhenflug noch weiter fortsetzen? Ja, aktuell wohl erstmal nicht, beziehungsweise es bleibt abzuwarten. Entscheidend sind natürlich charttechnische Widerstände. Ja, die Euphorie, die jetzt auch die amerikanischen Märkte so nach oben getrieben hat, ist ein wenig gewichen. Ja, die Normalität ist zurückgekehrt, die US-Wahl erst einmal abgehakt. Ja, beim Dow Jones ist das ein sehr wichtiger Widerstand, nämlich bei 29.568, um genau zu sein. Diese Hürde muss der Dow Jones überspringen und dann haben wir eine weitere Widerstandsmarke, nämlich eine runde Zahl, 30.000 Punkte. Das ist wirklich dann erst einmal ein dickes Brett, was der Dow Jones wirklich durchbohren muss. Wenn er das schafft, dann ist der Weg frei. Die Kletterpartie kann dann lustig weitergehen. Und dann sehen wir vielleicht dann auch einen versöhnlichen Jahresausklang, sprich also eine Jahresendrallye. Die Stay-at-Home-Aktien wie zum Beispiel Zoom sind momentan nicht so gefragt. Wie sieht es denn bei den Fang-Aktien aus, also bei den Amazons, Alphabets, Facebooks, Netflix dieser Welt? Ja, diese sogenannten Stay-at-Home-Aktien konnten ja in den vergangenen Monaten, kurz nach Beginn der Corona-Krise, du hast ja schon einige genannt, deutlich zulegen. Jetzt ist es aber so, bedingt auch durch den möglichen Impfstoff, kam natürlich Hoffnung auf, die Pandemie kriegen wir in den Griff, die wird irgendwann beendet sein. Und viele Anleger gehen wieder zurück, kehren wieder zurück zu den traditionellen Aktien. Das heißt also, die FANG-Aktien, die sind momentan nicht so gefragt. Und wir sehen das dann auch in einer Tabelle. Da habe ich mir ganz einfach mal die sogenannte relative Stärke nach Levi, RSL, für die betreffenden Werte angeschaut. Kurz formuliert, ein Wert von 1 bedeutet, der Wert hat sich in einer bestimmten Zeitperiode nicht großartig bewegt, über 1 hat der Wert zugelegt, unter 1 sogar dann underperformed. Hier sieht man, dass die relative Stärke in den letzten Tagen, nämlich zurückblickend auf die letzte Woche, jetzt abgenommen hat. Das heißt also, den FANG-Aktien, aber auch dem Nasdaq fehlt es momentan an Dynamik. Und das kann natürlich dann auch Auswirkungen haben für letztendlich für den gesamten Technologiesektor. Facebook und Konsorten weisen zwar weiterhin eine relative Stärke von über 1 auf. Das heißt also, die Werte befinden sich weiterhin in einem Aufwärtstrend, aber dieser verliert momentan so ein bisschen an Kraft. Wir haben ja bei der Technologiebörse Nasdaq über den Sommer auch Allzeithöchststände gesehen. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt aktuell auf die Nasdaq? Ja, das ist ein Phänomen, was wir auch hier zu Lande sehen. Das heißt also, das haben wir auch am Montag beobachtet, wo der Gesamtmarkt deutlich gestiegen ist. Der TechDAX, also der heimische Technologieindex, dagegen nicht. Und beim Nasdaq hat natürlich dies die Auswirkung, dass letztendlich nicht nur die FANG-Aktien, auch andere Technologiewerte wie Zoom unter die Räder gekommen sind. Der Nasdaq hat auch hier ein Allzeithoch, nämlich bei 12.466. Und daran hat der Index sich der Index letztendlich erst einmal die Zähne ausgebissen. Das heißt also, auch anhand des RSI, also der relativen Stärke Index nach Wilders, der RSI, der signalisiert einen intakten Abwärtstrend und auch gleichzeitig, und das ist natürlich für die charttechnisch interessierten Anleger wichtig, haben wir Divergenzen. Das heißt, wir haben negative, bearische Divergenzen. Das heißt also, der Nasdaq hatte jetzt sein
letztes Jahr Allzeithoch erreicht, aber der Indikator Oszillator, der hat dieses nicht mehr bestätigt. Das ist ein Warnsignal. Das heißt also, der Nasdaq kann sich jetzt letztendlich vom Gesamtmarkt im negativen Sinne abkoppeln, sogar vielleicht in eine Korrektur gehen, S&P und Dow Jones dagegen dann weiter aufwärts tendieren. Heißt das jetzt, Anleger legen sich, wie du gesagt hast, mehr die herkömmlichen Aktien für Weihnachten unter den Baum und die Technologieaktien sind jetzt erstmal nicht so gefragt? Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so sagen. Wir sehen ja grundsätzlich immer eine Rotation innerhalb von Sektoren oder auch innerhalb von Märkten. Beispielsweise war es eine Zeit lang in Deutschland so, dass die Nebenwerte, dass der MDAX sehr gefragt war. Jetzt aktuell sieht man, dass gerade wieder die normalen Standardwerte aus dem deutschen Leitindex DAX wieder ganz oben auf der Einkaufsliste stehen. Und in Anbetracht der sehr starken Performance des Nasdaq in den vergangenen Monaten trotz Corona verwundert es jetzt aktuell nicht, dass wir eine sogenannte Rotation gerade sehen, weg von den Technologieaktien hin zu den traditionellen Unternehmen. Das heißt, dass wir vielleicht für den Dow in diesem Jahr auch dann weitere Rekordstände sehen werden? Auf alle Fälle, aber wie gesagt, ich bin ja auch Charttechniker. Wenn erst das Hoch bei 29.568 wirklich geknackt wird, dann wäre der Weg frei. Und oberhalb von 30.000 würden wir noch nie gesehenes Terrain betreten. Was heißt das jetzt für Anleger? Sich ein paar Stocks rauspicken oder erstmal vorsichtig am Rand abwarten? Na, ich würde erstmal natürlich abwarten. Die Pandemie ist das zentrale Thema. Die jüngsten Infektionszahlen mahnen weiterhin zur Vorsicht. Das kann natürlich uns auch die Jahresendrallye ein bisschen versalzen. Aber letztendlich, glaube ich, schadet es nicht, wenn man auch mittelfristig bis langfristig denkt, sich dann interessante Werte ins Depot zu nehmen. Und da eignet sich die relative Stärke nach Lewy insbesondere sehr gut, um sich solche Perlen ins Depot zu legen. Aktuell ist es so, dass die Anleger doch eher abwarten sollten, bis die genannten Widerstände sowohl beim Dow Jones, beim S&P nach oben durchbrochen werden. Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG. Christian, vielen Dank. Sehr gerne, Manuel. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Für mehr Informationen schauen Sie doch mal auch auf ig.com. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.